Los. Hallo. Moin moin, liebe Leute, danke fürs Reinschalten auf YouTube zu einer neuen Reaction-Folge, Fat Reaction, mit mir und Shelly. Hat er schon in Streusalz investiert, auf der Marsch auf jeden Fall, ja, auch schöne Geschichte. Ich weiß noch nicht, wohin damit. Aber uns schneidet es jetzt auch gerade. Immer noch? Bestimmt. Ich glaube nicht. Hoffe ja. So, jemand hat sich ein Telefon gegönnt. Nice. Nichts Besonderes. Nur los. Krallengreifer war, glaube ich, das Highlight aus der letzten Folge. Ja, das war von ein nices Gerät. Also das war kurz vor in die Hose. Oder Flammen. Ich glaube, das war die Folge davor. Also. Oh, Morpher sagt, hier schneidet es noch etwas. Also bei uns auch. Guck mal, wieder eine Lampe. Nice. Mit den Lampen. Ein externes CD-DVD-Laufwerk. Das kann aber auch alles hier mit also, Speicherstick und USB und nochmal USB. Was bei dem Laptop auf? Ja, ist nicht mehr unbedingt, dass man heute das mit drin hat, weil die auch so flaches Design haben. Und wenn man das so eigentlich nicht braucht oder nicht regelmäßig braucht. Das macht Sinn. In Elmshorn schneidet es auch noch. Ja, cool. Eine Präzisionsmessuhr mit Zeiger. Oh. Wie braucht man das? Um Zeit zu messen. Ihr wurde es auch zurückgeschickt, oder? Leider wie eine Schienermüll. Lieber mehr Geld aus, glaub, was gescheit ist, okay? Wieder Werkstatt zum Beispiel. Interessant. Nein, nicht Zeit. Abstände auf 0,001 mm genau. Was? Gott. Aber was? Toro, denn beim nächsten Mal nicht dieser China-Müll, ne? Steht da auch 0,25 mm. Das ist aber auch super feines Zeugs dann, ne? Aus heurig Dauerregen Hochwasser 2,7 Meter. Ja, bei euch jetzt im Süden ist richtig heavy, ne? Schmelze sitzt ein ordentlich Regen. Erst zu viel Schnee. Und wir hatten noch gar keinen Schnee, also freu dich mal ein bisschen für uns. So, damit wir noch ein bisschen mal nochmal hier nice, gleich das ganze Set oder was? Bunt. Manchmal das auch Farbe aber schwierig, ne? Aber. Orsley. Aber alles. Natur, viel hilft viel. Maus, Headset. Gutes Starter-Set, würde ich mal. Nix für Maurer. Nee, nicht mit Millimetern. So Werkzeug kaufe ich nicht bei Amazon. Für solche Sachen. Fachhändler. Macht Sinn. Obwohl es auch da Werkzeug gibt von Marken, ne? Ja, so wie Bosch oder sowas. Ist, ja, oder Makita oder die üblichen Verdächtigen halt, ne? Die sind halt da. Bei Amazon vertreten. Nachtsichtgerät. Cool. Aber nur so ein hier. Ach, so Wildgame Adapter Halterung für Nachtsichtgerät. Bayonet Kit für Umfang, Durchmesser, optische Hülse. Krass, einfach mal alles an Keywords. Ohne dass ich jetzt verstehen würde, wofür ist das eigentlich? Alter, krass hier. Kannst du auf so ein Nachtsichtgerät fahren? Wird oft zusammengekauft. Oh. Jagd aktiv. Nachtsichtgerät. Mit Kugelschreiber. Kugelschreiber! Mit jagdaktiv.de. Dein Highlight. Krasses Ding. Krass. Kugelschreiber finde ich schon. Ich gerät. I have. Ich will in der Nacht so gucken. Komm mal raus und mal irgendwas gucken. Sterne gucken. Ach, das war nicht ein Nachtsichtgerät. Die drei. Das waren die drei Fragezeichen, aber es. Andere. Ausrufezeichen. Das ist schön geklaut. Was für Mädels denn, aber nicht die drei Fragezeichen, sondern die drei Ausrufezeichen. Inna. Ich wollte jetzt einfach nicht auf sagen. Das ist aber irgendwie überhaupt nicht das. Okay. Das wäre dann die nächste. Der Kugelschreiber sollte dir doch die Größe des Gerätes erklären. Oh, Shelly, jetzt nicht. Warte, jagdaktiv. Aber klein. Ich will jetzt davon ausgehen, dass der Kugelschreiber mitgeliefert wird. Ja, echt aber so ein bisschen.
traurig, wenn der nicht dabei ist. Schick zurück. Schick so zurück, der Kugelschreiber ist nicht dabei gewesen. Obwohl, da stand irgendwas mit dem Kugelschreiber. Geh nochmal auf das Ding. Da, inklusive Kugelschreiber. Da steht es. Ah, da. Für einen Akku inklusive. Aber das, wenn er so klein ist, echt klein. Das ist ja. Aber rennen wir so mit so einem Teil irgendwie nachts rum. Bisschen komisch angeguckt werden, wahrscheinlich. Aber gibt's hier. Aber hier diese ist aber auch das Premium-Modell. Da ist der Kugelschreiber mit, gerade passt. 79, aber bleibt noch was übrig. Kriegt man sogar noch Klebeband, zwei kleine Imbusschlüssel, der Box und eine Tüte dazu und Kabel. Muss man das drauf? Muss man aufladen? Ich dachte, du kannst vielleicht einen Laptop anschließen. Läufst du damit durch die Gegend? Auch schön blöd, aber okay, gut, dass wir drüber geredet haben. Ich lasse das lieber. So, hier, Premium-Produkt, Leute. LS19 Platinum Edition. Oh, nice! Hat sich mal richtig gegönnt. Didi? Ennobly. Das ist irgendwie ein Amazon Prime. Ein Film. Film. Nee, ist Dramaserie. Chernobyl. Wir wollten nochmal Watch Party machen. Das wäre doch auch was. Wenn wir zusammen irgendwas Lustiges gucken. Das wäre doch auch mal ganz lustig eigentlich. Oh. Ich wahre es nicht. Ja gut. Nur 17 auf Lager vom LS oder was? War glaube ich noch auf den 80 Gerät. So. Ja, es ist begehrt. Jagd aktiv. Noch 17 auf Lager jetzt. Also Leute, wenn ihr jetzt alle schnell zugreift. Wir können 178 das, Euro nur. Ja, einfach mal kaufen und wieder zurückschicken. Einfach mal, dass 0 auf Lager steht. Nein, sowas machen wir nicht. Nein! Ich mach das schnell wieder. Ich weiß also, ne? Lieber die 3 Ausrufe. Ja. Die Maus habe ich noch gar nicht. Doch, hast du auf jeden Fall gesehen. Nein. Ach, hätte ich ja nicht gesagt. Also Brille hatten wir das Thema schon. Hier nochmal wieder Equipment, Leute. Also ihr kauft auf jeden Fall gerne Equipment. Das ist Equipment. Doch die Maus. Hab ich nicht gesehen. Das ist ein gutes Gerät. Auf jeden Fall seid ihr gut ausgerüstet, was hier Equipment angeht. Ja. Braucht bald eine neue Maus. Nein. Und nochmal wieder schön ein Monitor, der dritte des Abends. Nice, Leute, Mann. Das schreit ja förmlich nach Schlag den Fett. Das ist alles so krass ausgerüstet hier. Oh. Schöne Idee. Oh. Vorteilspack. 500 Kabelbinder. Also ein paar braucht man immer. Das auch, aber. Ja, genau. War ein Thema auf dem Ort. Könnte sich ja nicht jeden Tag einen neuen Rechner mit zuhören, ne. Mal nicht. Das sind meine, sag mal. Die hast du zweimal bestellt, Minikeule. Nicht 1000 Kabelbinder bestellt. Morph hat das auch bestellt. Wieso braucht man so viel? 500 Stück? Ja, Kabelbinder braucht man immer, klar. 500? Das fühle ich, aber doch nicht so viele. Das bindet ihr alles fest. Also, das ist ja. Was macht ihr damit? Also ich habe, wie gesagt, auch einige. Leute! Viele Größen da hier im, das im ist Schuppen hier und so. 50 Shades und, auf. Genau, und auch hier für die ganze Computerverkabelung und sowas, ne? Alles. Das kennst du auch, ne? Fühlst du das auch? Meine waren die Monitore magst zweimal. Du das auch? Ach so. Welchen Monitor denn? Weiß ich nicht. Moin. Der Gaming-Monitor ist doch der. Der Ben Q. Ach, stimmt, für Sibas. Ja, also wie gesagt, Kabelbinder macht immer Sinn. Seid ihr alle Elektriker? Also wie gesagt, ein so ein Paket, das, weil man ja doch aber auch doch gleich. Nicht 500 ja, aber dann Stück. Du musst ja, das sind ja alle Größen. Das macht schon aber irgendwo von Sinn. Jeder Größe 100 Stück? Ja. Kann ich schaden. Diese ganz großen? Arme.
Du hast dir keine Ahnung. Was du nicht winkst. Winke Arm. So, machen wir weiter. Was? Haben ist besser als brauchen. Au. Ich bin dann Optokoppler. Genau, Toro. War auch schon mit irgendwas. Elektrikermäßiges, keine Ahnung, wofür man das braucht. Das Fall, aber was hast du da schon wieder komisches gekauft? Danke, dass ihr irgendwas über unser Links kauft. Ja. Was auch immer es ist. Ins. Selber machen. Optokoppler. Oh. Oh, das ist auch wieder für die Püppi. Schick. Und diese Brille. Mit Helm. Oh. Das ist ungefähr heute. Zapfkreation, Baby Annabelle, Active Fahrrad, Deluxe Set, Puppenkleid, 43 Cent, rosa Mint. 30 Euro. Ohne Puppe, oder? 20 Euro gekauft. Was? 20 Euro gekauft. Oh. Oh. Respekt. Diese Brille. Das ist was. Ja, genau. Weiß ich ja nicht. Zapfkreation. Aber die nutzt auch da die hier trinkt. So, was haben wir hier? Gepäcknetze. Oh, das ist praktisch. Praktisch für den Kabel. Wie heißen die Dinger zu diesen hier? Spanngurten. Da wird jetzt was, wird ein Schuh draus. Hier ist auch was für Shelly auf jeden Fall. Produkt 134. Fußwärmer mit 3 Heizstufen. Sieht echt immer fürchterlich aus. So sitzt Jenny wahrscheinlich gerade da. Also es ist eher so ein Frauending, oder? Das ist so trocken gesagt. Alex ist inzwischen auch so da. Mit Kabelbinder. Irgendwie so wie gesagt für meine Frau. Siehst du? Ja, für Frauen ist sowas eher. Die brauchen, haben immer kalt. Für dich wäre es auch praktisch. Das sieht ja fürchterlich aus. Den flauschig bestimmt. Kannst du auch hier in Dunkel kaufen. Zeig das nicht. Ja. An 30 Euro. Die Gubi zu wert gekauft. Also kannst du empfehlen? 31 Euro. Ja, mal skeptisch, ne, wenn er so hier mit Elektrizität und so. Brauchst du da noch eine App? Da brauchst du keine App für. Oh, Powerbank mit 26.000, das ist auch ein bisschen mehr auf jeden Fall. Die hat gute Kapazität. Oh, nice. So. Und ist auch Kabelbinden sind unersetzlich. Auto, was hat Kabel? Also meine Oma hatte Klebeband am Auto und vorne. Auch keine Ruhe gibt Kabelbinden. Gute. Oh nice! Für die hier, für die Hosentasche. Da hinten in der Tasche. Must have. Ja, cooler Sägemann. Glaube ich, ein echter Klassiker. Alter, da ist es, Leute. Naturkautschuk. Das ist nochmal. Das hat sich jemand gegönnt. Gerade eben hatten wir ja diese Linse. Also. Das hat sich hier wirklich jemand gekauft. Damit haben wir 17 Euro Provision verdient. Vielen lieben Dank an denjenigen, der sich das gegönnt hat. Und ich hoffe, es funktioniert und es erfüllt seine Zwecke. Jagt aktiv. Sprich, Rehe in der Nacht sichten und erschießen. Oder Hasen oder Wildschweine. Oder hast du nicht gesehen? Krass. Oder vielleicht einfach nur gucken. Alle Achtung. Einfach nur gucken, ja. Ja, das wird man, glaube ich, schon kaufen, wenn man halt so wie nachts wild... Wenn man Jäger ist, oder? Ja. Wild, sollte schon Jäger, wild jagen ne? will. Macht schon Sinn. Kind kann sie gut sehen und dann... Und danach? Und danach. Fleisch, frisch. Ja, schön.
sind wir wieder bei der taktischen Hüfttasche. Mit Kreuz. Mit Erste-Hilfe-Set. Erste-Hilfe-Set. Oh, praktisch. Wandern. Wenn man sowas immer mitschreiben soll. Was haben wir? Creme fertig. Mit Karabiner. Gucken. Er zu den Nachbarn. Ins Piepzimmer. Ja. Nachbarn zu beobachten. Russisch. Kuschelsocken. Ein Nagelset. Oh nice, wer hat sich das denn gegönnt? Oder hat vielleicht einer für seine Frau gekauft? Ein Gubizubi? Eine Frau, sollte man sagen. Genau, und wenn ihr das Gerät zurückschickt, müsst ihr 17 Euro bezahlen, richtig. Ja genau, das wird uns dann wieder abgezogen. Das wird wieder abgezogen, das ist klar. Da sind auch ein paar Retouren bei, ne? Also das ist so. Das aber macht ja auch nichts, das ist einfach... Trotzdem sagen wir danke für jeden, der da irgendwas gönnt. Also so ein Ding für 500 Euro zu bestellen, das ist ja auch nicht ganz ohne. Ja, richtig nice. Also generell für alle, die irgendwie unseren Partner-Link sozusagen nutzen, richtig nice. Ihr zahlt nicht mehr, als wenn, was ihr sonst zahlen müsstet. Und wir kriegen ein paar Cent ab. Oder vielleicht auch sogar 17 Euro. Amazon verdient ein paar Euro weniger. Die können das noch verkraften. Ja. Den hatten wir doch schon. Aber das sind andere Folgen jetzt, ne? Der Ranger. Wer guckt denn diese Serie? DVDs. Ups. Der falsch angeklickt. Jetzt. Oh, was ist das denn? Wassermatte für Baby. Oh. Aber klein, oder was? Finde ich aber ein bisschen spuk. Und vom Summer to Winter. Ein Pool eigentlich, oder? Ich nicht. Jenny hat es nicht geklopft. Nee, ich glaube, da ist echt so ein Wasser so, oder irgendwas ähnliches drin. Und da drin. Sind so Fische oder sowas. Gar nicht so richtig gezeigt. Aber ich glaube, damit können sich Kinder echt gut beschäftigen. Böse Wolf in a mess with water. With water. Das war echt ganz witzig. Wie lange das wohl halten würde bei unseren Kindern? Da mal irgendwas mit dran rumgekratzt, reingebissen und kaputt gegangen. Wer hat den Nachwuchs glücklich beschenkt? Also unsere Kinder haben sowas nicht. Egal. Kommen wir gleich. Heizkörper, Entlüftungsschlüssel. Macht Sinn. Warum gleich zwei Stück? Oh, Michael Wendler, die größten Hits. Da hat jemand hart gegönnt. Alle Achtung. Egal, sie liebt den DJ. Gut, dass Männer nie weinen, immer noch. Alle Stricke reißen. Du fehlst mir so. Feuermelder, ich drücke auf Repeat. Ja, ich kenne die alle nicht, die Lieder. Egal. Nice. Die Heizungsschlüssel verlege ich immer wieder. Also Morpha. Das Stück. Egal, da haben wir ihn, ne? Also nice. Das ist die zweite Maus von mir. Und Minikeule hat sich auch krass gegönnt. Was, die CD hast du gegönnt? Ernie, Hilfe, ich muss weg. Aha. Ah. Ach du, Punkt, Punkt, Punkt. CD zur TV-Challenge. Das war bestimmt der Westfale. Dürfen wir auf den Wendler nach seinen hier Verschwörungstheorien... Das geht gar nicht. Eigentlich müssen wir noch Krissel einblenden jetzt nachträglich. Ja, sollen wir... Nee, dann haben wir hier Copyright-Probleme. Ansonsten würde ich ja ein bisschen Musik davon jetzt anmachen. So, egal, die größten Hits. 11,76 Euro, hier jetzt schon 2 Euro teurer. Also vieles teurer geworden. Schlechter Tag heute. Das Beste von Anna. Das ist auch eine hier, ne? Puh. Aber nice, also wenn man den Musik hat. Wenn man das hat, mag, bitte. Dann kann man sich's gönnen. Nee, das kannst du knicken. Aber hier, die Anna hast du nie gegönnt, was?
Oh, 128 GB MicroSD-Karte, kannst du auch mal brauchen. Die sind auch echt günstig geworden, oder? So von der Speichergröße, finde ich. Du bist auch nur so halb, ne? Machst du... Ich lese hier da. Den Chat. Soll ich den woanders hinschieben? Na, die 16% sind ja nicht mehr. Ach. Die 3% machen, glaube ich, nicht so viel aus. Lieblein. Pure von Andy Kalk Set. Ist das jetzt, soll ich das mal googeln oder was? Googeln, soll ich das mal Amazonen? Ja, genau, unter Computerzubehör, macht Sinn. Oha. Ich dachte, das ist so ein richtiger Gerät. Das ist jetzt nur irgendwie so ein Zwischenteil oder was? Eine Filteranlage. Habt ihr denn gegen den Michael? Schönen Abend noch, Toro. Danke fürs Reinschalten. Ich mach mich vom Acker. Der Wendler war jetzt so der Rauschmeister-Song eigentlich, ne? Egal. Wir machen weiter. Oh, das habe ich schon mal in der Werbung gesehen. Wer hat sich das gegönnt? Konturenlehre, verbessertes Konzept. Ach so. Was? Wer hat sich das denn gegönnt? Komisches Gerät. Ich bin mal persönlich kennengelernt. Wer ist wirklich ein? Gut, du kennst den Chat noch nicht persönlich. Wasser, ja. Ja, das glaube ich lohnt bei unserem Wasser nicht, oder? Dass er sofort... Was? Geht. Test sich auf jeden Fall das Gerät. Wer hat denn sowas? Ist cool? Valhalla, die Legende von Thor. Der jetzt aber auch nicht so einen Film, den ich mir reinziehen will. Auch eine Puppe. Satz, Kreation. Ich glaube, das ist auch hier die Weihnachts-Edition. Ja, das sind wahrscheinlich die Weihnachtsgeschenke. Das ist ja wie gesagt aus dem letzten Quartal. Ja, das ist alles vor Weihnachten. So eine schöne Stirnlampe. Aber... Gar nicht so unpraktisch. Hey, oder, Marcel? Das Ding ist Gold wert. Mit Kanten und Rundungen sehen. Mit Rücklicht. Aber gut, ich dachte auch schon für hier. Bei unserem Sohn ist das gar nicht so unpraktisch, wenn er so eine Stirnlampe hätte. Er hat ein Fahrrad ohne hier Licht. Das ist natürlich immer doof, wenn das dann hier. Also ich. Ja, schwierig. Wenig Leistung. Gleich gesehen ist nicht hell genug. Denn es ist nix. Was? Bücher. Bandana. Oder Maske oder was auch immer. Oder so einfach. Hübsch. Gott. Boah. Wo tragen. Cool. Als Mütze. Ja. Und. Also, das ist Multifunktion. Alle Achtung. Lampe an, Takel. Oh nein, was machst du denn jetzt da? Du bist schon wieder bei den drei Ausrufezeichen. Multifunktion, aber ganz viele Multifunktionen. Also hat jemand richtig sich ganz viele Multifunktionsträger gegönnt? Welches sind denn das Beste? Eigentlich einfach statt Masken damals damit, ne? Nicht, ist einfach nur lieber so ein Schal und dann. Aber das Thema ist ja durch jetzt. Das ist ja die albernen. So, Multifunktions. Schöne Leuchte. Oder schöne Leuchte hatten wir heute eigentlich schon. Aus. Auf jeden Fall nicht rostig. Leuchte. Auch für Zeitungsaustragen sind so hier Dings, die Lampen auch. Habe ich auch, glaube ich, schon mal gesehen. Bisschen Absperrung, Abtrennung.
Ja, das machen wir hier in unser Bett. Nie mit. Nee, das stellen wir hier auf, wenn wir zusammen streamen. Braucht's eigentlich. Wieder raus aus den Geschichten hier. So, wir sollen mal ein bisschen raus. Hier noch ein Fernseher. Das ist jetzt auch wirklich mal ein Fernseher, der wahrscheinlich auch vielleicht als Fernseher genutzt wird. Hat eine andere Variante gekauft. Das ist, den haben wir gekauft. Oder? Was? Oder? Aber ich glaube, der ist tatsächlich der Techwood, den wir im Schlafzimmer. Schlafzimmer. Ja. Design. Ganz normaler, einfacher Fernseher, den haben wir uns für Schlafzimmer gekauft. Den haben wir tatsächlich gekauft. Du das sagst. Vielleicht hat sich dir auch jemand denselben gekauft, aber. 155, da kostet jetzt 219. Also ein Unterschied. Was? So, ein paar Produkte haben wir noch. Oh, nice! Kaffee Vollautomat. Schönen Abend noch, danke fürs Reinschalten. Danke fürs Durchhalten, vor allen Dingen auch, liebe Leute. Yes. Vielen Dank! Im Schlafzimmer braucht man keinen. Oh, selten. Aber gerade morgens, wenn die Kinder noch irgendwie dazukommen, ne, das ist, glaube ich, fast der Zeit, also das ist die einzige Situation tatsächlich, wo wir den Fernseher anhaben. Unser ja. Sohn kommt rüber und will, ne, macht schon Halligalli so ungefähr. Man macht dann irgendwie hier, wie heißt das, den Kikaninchen zum Beispiel an. Und ja, ne, dann kann man selber noch ein bisschen im Bett rumdödeln und bevor wir dann alle zusammen aufstehen. Das schon, also das ist die einzige Situation tatsächlich, wo wir Fernsehen nutzen. Weil sonst kriegst du die Kinder morgens ja auch nicht mehr Ruhe. Das ist wie gesagt der einzige Grund, warum wir den Fernseher haben. So, was haben wir noch? Mal wieder ein paar smarte Steckdosen, andere Hersteller. HomeKit. Uha. Cool. Intelligenter Stecker. Ja. Kannst du von unterwegs das Licht anmachen. Na, ja, so ein Beamer. Anstatt Fernseher. Eure Produkte jetzt hier. Hier haben wir noch den Microsoft Flight Simulator. 120 Euro kostet das Ding, das ist auch krass, finde ich. Uh-huh. Wusste ich gar nicht, dass es so teuer ist. Hat das jemand von euch? Wer hat das gespielt? Also Bewertungen sind ja ganz gut, 630, aber 120 Euro finde ich krass. Für ein Spiel. Im Beamer kannst du auch LS spielen. Aber wo guckt ihr an? Nur 1800 Complete Edition kostet mittlerweile auch hier insgesamt 100 Euro. Was? Ist aber teuer. 120 Euro für ein Spiel? Ja. Flugsimulator. Sitzt du praktisch im Flugzeug und fliegst von A nach B. Kann sich vorstellen, dass man in Urlaub fliegt. Oh, man fährt lieber Träger als fliegen. Auch schön. Ah, hier haben wir, was ist das? Wasserfilter. Schutz. Das sind für die Kaffeemaschine. So. Oh, die Kaffeemaschine haben wir auch. Noch ein Tablet nochmal. Aber eine ältere Variante davon. Rasentrecker. Das ist eine Schutzhülle zum Tablet. Auch hier, dass man das hinstellen kann. Was haben wir? Fällt oh, nicht so tief. Kette für die Dame. Steinchen. Gut. Eingravierte, wenn mir jetzt ein bisschen. Das. Hier kam vom Fahrrad. Heut. Braucht man die? Vielleicht schon, deswegen haben wir wahrscheinlich immer platte Reifen, ne? Das sind nur irgendwelche Deckel. Ja, das sind Ventilkappen, die du auf raufschraubst.
Deckel. Ja. Aber wenn du die verlierst. Ist das nicht so schlimm? Eigentlich nicht. Weiß nicht. Staubschutzkappen. Was ist das denn? Noch eine Smartwatch. Ich finde das aber auch immer noch witzig, wenn die Leute irgendwie sagen, oh, ich rufe jemand an und gucken dann auf die Uhr. Auch komisch. Ja, du, 3D gesticktes, rechteckiges, aufgenähtes Blutgruppen-Patch. AB positiv, negativ. Kannst du dir eben raufnähen und dann weiß jeder, was du hast. Näht man das denn? Ja, ja. Ja, unbedingt. Wollte ich gerne. Ja, weiß ich nicht. Features auf jeden Fall. Hi. So. Ja, mach. Kannst natürlich noch auswählen, welche Blutgruppe. Dafür müsste man wissen, welche man hat. Aber daran scheitert es bei mir dann schon. Auch nicht besonders teuer. Aber. Ja, also ich selbst hätte keine Verwendung dafür. Weiß ich nicht. Die Form ist auch hart. Hier haben wir doch nochmal was Schönes für Premium-Produkte. Michelle. Oh. Anders ist gut. Vorbei. Stille Augen. Mit Bonus-CD. Oh, auch schwierig. Aber okay, wer es mag. Hat denn auf sowas Bock? Das ist so richtig Gaming-Bettwäsche. Ja, für Jugendliche, ne? Lustige. Aber für selber jetzt ein. Ah, vielleicht eine andere Variante genommen. Gibt es auch mit HIV positiv? Aber das finde ich, aber das ist ja wie so ein gelber Stern, so. Hab ich echt. So. Mal Bettwäsche. Oh, das ist doch süß. Boah, schön. Oh, das wird unser Sohn richtig krass feiern. Oh. Gaming. Das würde ich auch ganz gut finden. Aber sowas ist doch auch furchtbar. Kann mir doch keiner erzählen, Leute. I love Genie Pigs. Ja, Genie Pigs. Da kannst du im Bett spielen. Oh Gott. Musst du deine Mutter fragen, das steht in ihrem Mutterpass. Oder in deinem U-Heft. Was denn? Wie? Auch mit Hunden. Meine wäre dann eher mit dem Faultier. Macht man sowas? Verkauft sowas? Faultier finde ich. Aber ernsthaft. Eher Albtraum. Das glaube ich auch. Hunden auch voll gruselig. Das ist Smartwatch. So, wir kommen zu den letzten Artikeln. Der hier ist natürlich nochmal nice. Ich glaube, den habe ich empfohlen jemanden. Und der ist doch. Reifen? Ja, ich glaube eher in schwarz, aber der hier ist wahrscheinlich in weiß ausgewählt. Der war da aber auch noch über 100 Euro günstiger zu dem Zeitpunkt. Komisch, ne? Voll krass, das ist irgendwie alles teurer geworden. Ja, mal gut, wenn eine Grafikkarte drin ist, wird die alleine schon teurer geworden sein. Mhm. Da wären wir doch wieder beim neuen Gaming-PC für mich. Das ist praktisch. Aber das machen wir ein anderes Mal. Die haben wir noch nicht gehabt, oder? Helene? Hat sich hier der Westfalen wieder gegönnt, ne? Hat sich richtig die Schlagerkollektion gegönnt. Vom Wendler, Fischer und wie sie alle heißen. Noch mal wieder ein paar Deckdosen. Das scheint echt beliebt zu sein. Also irgendwo müssen wir, glaube ich, auch auf den Zug mal aufspringen. Der andere. Oh. Praktisch. Die automatische Fütterung für einen Hund.
und schmeiße einen Riesenhaufen Futter oben rein, stelle ein, 37, schmeiße eine Ladung raus und dann schmeiße eine Ladung raus. Okay. Was nicht alles gibt. Das gibt später auch für Kinder. Schmeißt so ein bisschen Baumflex rein oder so. Daneben machst du noch einen mit Milch, weil sonst wird es ja auch eklig. Nur blöd, wenn ich nachgefüllt wurde. Das stimmt, Morpher. Problem erkannt. Aber wahrscheinlich gibt es da auch eine Meldung von wegen, Achtung, Füllstand niedrig. Bitte Futter nachwerfen. Leute. Aber okay. Praktisch wohl. Das mag. Ein Stück am Sonntag. Funktioniert mit Alexa und Google Home für Sprachsteuerung. Das ist ein schönes Ding auf jeden Fall. So, oder noch? Könnten Sie das neue Futter jetzt bestellen? Ja, wahrscheinlich mit Automatik. Ach nee, das sind die Stornos. Finde ich auch, weil keine Zeit hat, seinen Hund selbst zu füttern. Ja, finde ich, das kann man auch so stehen lassen auf jeden Fall. Ich gebe es nur Sauerei. Ja, das ist Haarmilch, die ist länger haltbar. Ja, trotzdem Sauerei. Ja, das andere sind nur noch Stornos, sehe ich gerade. Und ich glaube auch mit diesem schönen Produkt noch zum Schluss hier. Winter Resort Simulator 2. Hat sich jemand als CD-Version hier gegönnt. Soll ja ganz gut sein, aber auch nicht ganz unkompliziert, gerade mit dieser ganzen Steuerung. Ihr hattet das ja auch erzählt, teilweise bei uns in der Gruppe. Ja, dann würde ich sagen, natürlich war das jetzt ein Quartal. Wir werden das wahrscheinlich mal wiederholen. Vielleicht machen wir das ja, wenn das erste Quartal in diesem Jahr rum ist. Könnte ich mir durchaus vorstellen, nochmal. Je nachdem, was ihr gekauft habt. Natürlich kann man auch ja, noch weiter zurückgehen, wenn man natürlich das ganze Jahr sich betrachtet. Das war nur das letzte Quartal, auch im Jahr 2020 ist noch viel gekauft worden. Aber ich glaube, so für einen Start ist das doch ein ganz lustiger Abend gewesen. Dann schon mal danke fürs Reinschalten auf YouTube. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sowas sehen wollt, ne, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare und dann sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Aber nicht mit dem Bayern-Rucksack. Gefällt mir nicht. Bis dann und ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.